Ey Leute, was geht? Heute werde ich Kanye West Album ranken. Einfach weil Donda letztens rausgekommen ist. Beziehungsweise vor 2-3 Wochen, ich weiß nicht mehr genau wann. Und ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, einfach mal alle Alben in Retro-Perspektive zu sehen und denen diese Tierlist hier einzuordnen. Und das Ding ist, ich möchte vorab sagen, ne, das ist meine Meinung, weil ich weiß, viele werden das nicht so sehen. Ich weiß das jetzt schon. Aber ja, genau, lass einfach anfangen. Okay, als erstes, wir haben 808s and Heartbreak. Und man muss erstmal sagen, das ist ein sehr wichtiges Album für Kanye gewesen, weil er hat ja mit seiner Frau damals Schluss gemacht und seine Mom ist auch gestorben und deswegen ist dieses Album so entstanden und auch so traurig geworden. Und dieses Album hat richtig viel in der Musikindustrie geshaped. Einfach durch diesen, durch Autotune und 808. Sehr viele neue Artists sind davon inspiriert. Und die Fanbase von Kanye hat sich da auch so ein bisschen so in zwei gespalten. Aber es war sehr wichtig, trotzdem ist das jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsalbum. Ich gebe das erstmal in B-Tier. Da gibt es ein paar Lieder, die finde ich unnormal fresh. Ein paar Lieder haben auch schon so einen Yeezus-Vibe. Aber ich gebe diesen erstmal C-Tier. Dieses haben wir Late Registration. Und ich habe das Album jetzt nicht so krank gefühlt. Da sind ein paar Banger drauf. Aber für mich, das hat einfach nicht diesen Eindruck hinterlassen. Viele Kanye-Fans, die von Anfang an dabei waren, also ich sag so schon, die schon damals so 17, 18 oder was auch immer waren, als das rausgekommen ist, die werden das Album richtig mögen. Aber ich persönlich, das war einfach nicht so meine Zeit. Deswegen kommt das für mich in D, in die D-Kategorie. D-Tier. Ich mag dieses Album, dieses hier, mehr als Registration. Ich mag das sogar ein bisschen mehr als 808s and Heartbreak. Obwohl ich finde, das ist dieselbe Stufe. Ich packe das einfach erstmal davor, auch in C-Tier. Da sind echt gute Lieder dabei. Als nächstes Album haben wir Yay. Viele mochten das nicht. Es ist auch ziemlich kurz, aber ich habe das richtig gefühlt. Ich mochte das richtig gerne. Ich mochte auch die Länge von dem Album. Ich finde, so kurze Alben sind manchmal echt, die können echt manchmal so hitten, weil oft ist es, glaube ich, so, zum Beispiel gerade bei Trippie Redd oder bei Certified Boy Lover, auf denen, die haben sehr viele Lieder da drin. Es fühlt sich so an, als wären da sehr viele Filler-Songs. Das zieht das einfach nur unnötig in die Länge. Deswegen, ich finde, dieses Album, das ist richtig gut. Da sind nur Banger drauf, keine Skips. Deswegen, das ist für mich schon A-Tier. Als nächstes haben wir Yeezus. Auch sehr viele Leute mochten Yeezus nicht, was ich nicht verstehe. Das ist so ein freshes Album. Dieser Industrial Vibe, dieses Minimalistische und so. Ich fühle das richtig. Deswegen, ich werde das einfach, ich fühle das mehr als Yay. Deswegen A-Tier vor dem Album. Als nächstes Jesus is King. Und hier war auch wieder, die meisten Leute mochten es nicht. Ich habe es am Anfang gefühlt, aber das ist ja so, es gab ja Yandi und es gab Jesus is King. Yandi war fresher, Yandi war besser als Jesus is King. Yandi war ja das ursprüngliche Album und Kanye hat das alles umgeschrieben und noch ein paar Lieder hinzugefügt, ein paar Lieder weggemacht, weil er nicht mehr, weil er auf einmal sehr christlich geworden ist. Deswegen sind auch keine Schimpfwörter und sowas drauf und alles Mögliche. Aber ich muss ehrlich sagen, Yandi, also die Leaks von Yandi, habe ich mehr gefühlt als Jesus is King. Besonders das Lied Everything We Need. Als ich gesehen habe, dass es auf Jesus is King drauf ist, ich war so glücklich. Aber dann habe ich gemerkt, als ich so in der Mitte, man merkt, dass X nicht da drauf ist, weil er halt in dem Original, was auf Yandi war, cursed hat. Aber Kanye sagt, nein, nein, keine Curse Words. Deswegen ist es für mich B-Tier. Als nächstes Album haben wir Kids See Ghosts. Und direkt kann ich sagen, das ist S-Tier. Das ist einer meiner Lieblingsalben von Kanye. Das ist so experimentell und so. Das ist wirklich different. Beim ersten Mal mochte ich das auch nicht so gerne. Aber als ich das 2-3 Mal gehört habe, das war richtig fresh. Deswegen, für mich, das ist auch safe S-Tier. Das ist eigentlich so ein gutes Album. Und das Cover, das passt perfekt. Das Ding ist, ich finde, Cover spielen so eine wichtige Rolle. Zum Beispiel von Yeezus das Cover. Deswegen, ich mag das Album auch direkt ein bisschen mehr. Ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was dieses Album, ich habe das noch nie gesehen. Eventuell ist das einfach nur ein alternatives Cover für Donda.
Wenn das jemand weiß, schreibt mir das in die Kommentare, weil ich weiß es nicht. Als nächstes haben wir Cruel Summer. Ganz ehrlich, das war nicht so ein offizieller Release wie andere Alben so. Es gibt ein paar Lieder, die fresh sind, aber ich würde das jetzt nicht als etwas, deswegen ich pack das in E-Tier. Das ist so ein bisschen low-key auf den, was den Release an sich angeht. Viele kennen das auch sogar gar nicht. Deswegen, ich fand das jetzt auch nicht so besonders. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Und viele, viele, viele Leute werden das jetzt nicht verstehen, aber ich persönlich mochte das Album nicht so gerne. Ich werde das jetzt hinter Jesus is King packen. Aber ich, versprochen, das macht für mich sogar Sinn, weil ich mag dieses, auf denen das ist sehr voll und so. Die Lieder sind auch extrem lang an sich, sehr viel und alles mögliche. Ich mag das aber nicht so gerne. Ich mag das ein bisschen, wenn das low-key ist. Deswegen kommt das bei mir hinter Jesus is King. Viele, viele Leute werden jetzt sagen, das ist komisch, was ich mache. Aber das ist ja nur meine Meinung und so. Okay, das nächste Album, Graduation. Das ist auch definitiv einer meiner Lieblingsalben. Ich werde das direkt in S-Tier packen. Das ist für mich fast keine Skips. Die einzigen Skips sind für mich Good Morning und Homecoming. Dieses Album, ich finde das einfach sehr gut. Der Vibe stimmt hier perfekt. Das Album, der Albumart ist auch so gut. Das Ding ist, die beiden Cover sind sogar von derselben Person gemacht. Ah, oh mein Gott, ich merke gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Das hier ist Jesus is King. Das hier ist ja Jesus is Born. Das ist ja die Gospel, also dieses mit seinem Sunday Service Chor. Und das hier ist Jesus is King. Ich mag diese Gospelmusik richtig gerne. Aber ich weiß nicht, ob man hier Kanye hört, aber er hat safe mitproduced. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in die Kanye-Alben mit reinbringen sollte, weil es ist halt produced von ihm, ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob er da jetzt so krank drin vorkommt und sowas. Aber ich werde das jetzt mal draußen lassen, wenn ich das mit den Kanye-Alben ranke, weil das ist ja nicht ein offizielles Kanye-Album. Okay, als nächstes haben wir Watch the Throne, aka Watch the Shit. Ich mag dieses Album gar nicht. Und das liegt, ich kann das offen und ehrlich sagen, einfach an Jay-Z. Ich weiß nicht. Ich finde das einfach so corny, das Album. Das ist so... Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Das wirkt einfach nicht. Hier gibt es ein paar gute Lieder. Ich mag zum Beispiel Otis ganz gerne. Ich mag No Church in the White ganz gerne, das mit Frank Ocean. Und ich mag Fellas in Paris. Aber dieses Album, ich finde, da sind so viele Skips drauf. Deswegen, das kommt für mich in F, ins F-Tier. Als nächstes The Life of Pablo. Und hier muss ich sagen, es gibt ja mehrere Versionen von The Life of Pablo. Weil das wird ja verbessert im Laufe der Zeit. Aber ich spreche von der jetzigen Version, also nicht irgendwie von der Release-Version oder so. Und für mich, das ist ganz klar A-Tier, ist ein sehr gutes Album. Fast nur Hits, keine Skips. Aber ich muss einfach ein bisschen, ich finde, das ist ein bisschen messy. Also das ist so ein bisschen, hier sind sehr viele von diesen Interludes drin und sowas. Das hätte man vielleicht ein bisschen aufräumen können, ich weiß nicht, aber vielleicht gibt es auch den Vibe so. Und ich finde das ist ja so das erste Mal, dass er so richtig Gospel benutzt hat. Er hat das auch schon vorher gemacht, zum Beispiel Jesus Walks. Aber hier ist das so im ganzen Album präsent und das fühle ich einfach richtig. Und als letztes Donda. Und ich muss ehrlich sagen, am Anfang fand ich Donda ein bisschen, das hat sich ein bisschen unfinished angefühlt. So der Mix bei einigen Liedern war komisch, für mich persönlich. Aber je mehr ich das gehört habe, desto mehr habe ich das dann auch gefühlt, auch mit diesen Unfinished Mix und allgemein, dieses Album ist so eine Fusion, finde ich, aus all seinen Alben. Man hat so ein bisschen Jesus drin. Ich finde, man hat auf jeden Fall auch ein bisschen Graduation drin. Ein Lied davon hört sich sehr doll an wie eins. Das könnte direkt von Graduation sein. Da ist so alles ein bisschen drin. Deswegen, das ist einfach so ein gutes Album. Also, mich hat das auf jeden Fall nicht enttäuscht und ich werde das auch noch lange hören. Deswegen, das ist für mich auch S-Tier. Also das ist meine Liste so. Ich würde sagen, ich bin damit schon zufrieden. Hier ist so ein bisschen in der Mitte, es wird so ein bisschen schwammig. Oben finde ich auch, ich kann nicht genau sagen, was ich mehr mag, aber ungefähr so, wisst ihr, wie ich meine? Genau, schreibt mir mal eure Top 3 Kanye-Alben, also die ihr am meisten mögt, in die Kommentare. Weil erstmal interessiert mich das auch und zweitens hilft das natürlich auch, dass meine Videos mehr vorgeschlagen werden. Genau, like das Video auch, wenn euch das gefallen hat und abonniert meinen Kanal.
Und wenn ihr das tut und auf meinen Kanal geht, ihr werdet merken, ja, dass so, ich habe sehr viele unterschiedliche Videos, sogar teilweise auf Englisch. Aber das liegt einfach daran, weil ich noch nicht genau weiß, welchen Content ich gerne mache. Ich mache jetzt auch erstmal Musik-related Content. Fühle das, glaube ich, mehr als das, was ich vorher gemacht habe. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich dabei bleibe. Ja, genau, das war's eigentlich. Und ja, bis zum nächsten Mal. So.